Und weiter geht's, meine Freunde. Strecke. So. Der Maskenball der Boyles, wie? Eine spaßige Sache, aber nicht für jeden. Bereit? Aber natürlich, ich bin bereit. Ich bin bereit. Dann können wir uns da aufhalten, ohne erkannt zu werden, oder? Ich habe keine Ahnung. Finden wir es heraus. Meine Güte, der Lord Regent legt sich für die Boyles ins Zeug. Dachte nicht, dass hier heute Tallboys patrouillieren. Pass auf, Corvo. Die verstehen keinen Spaß. Die gute Nachricht, wenn sie es auf die Feier geschafft haben, werden sie dank ihrer Maske gar nicht auffallen. Genießt den Abend mit Menschen von wahrem Format. Besser ihr als ich. Alles klar. Interessant. Eine von Boyles ist schuldig. Welche ist noch unklar? Mische dich unter die Gäste des Maskenballs, um die Zielperson zu identifizieren. Okay, da können wir schon mal nicht drauf. Schaut auf jeden Fall geil aus, ja. Können wir ein Foto machen? Der kommt da wieder zurück, oder wie? Oder an Ort und Stelle festgenommen. Schaut so aus, ja. Ne. Was? Ja, genau. Aua. Komm, Phil Samuel. Auf geht's. Ah, er ist unsterblich oder was? Die Verschwörung der Kaiser 200 aufgrund unerwähnt. Warum ist jetzt... Also bin ich gestorben. Oder bei ihnen die Kugel genau in den Kopf getroffen hat. Man weiß es nicht. Na dann. Befürchte ich mal, wir müssen nach unten. Das ist ein Fisch. Ah. Das sind ein bisschen paar Fische da. Lol, ich würde gerne mal... Autorisierte Eindringlinge werden ausgewiesen. Okay, da können wir nicht mehr. Und da lang schwimmen ist anscheinend auch keine gute Idee. Also werden wir da schon raus müssen. Kann man den so killen? So rausschießen. Nein, kann man nicht.
Kann man auch nichts anhaben. Nice. Ja. Einmal laden bitte. Da haben wir jetzt dann alle Möglichkeiten bald durch. Auf Wunsch der örtlichen Hauseigentümer nur geladenen Gästen. Ich weiß nicht mehr, wohin muss. Autorisierte Eindringlinge werden ausgewiesen oder an Ort und Stelle festgenommen. Ein Restaurant. Scheint ja auch nicht weiter zu gehen, außer nach unten. Schaut eigentlich aus mit Runen. Da. Und da. Und da oben. Jawohl. Dieser Ort macht mir Angst. Hat hier nicht die Lumpenschläfin gewohnt? Wer? Die verrückte alte Dame? Man sagt, sie sei eine Edelfrau gewesen, bis ihre komplette Familie starb. Man sagt, sie habe sie an den Outsider verkauft. Man sagt auch, mach deinen verdammten Job. Ich passe auf unheimliche alte Damen auf. Dahin. Die gehen jetzt beide. Ah, der kommt doch wieder zurück. Der kommt jetzt da wieder vor. Nichts gesehen. Really? Das sollte man näher ansehen. So, haben wir alle Pfeile wieder verschwunden. Da oben ist ein Knochenartefakt gewesen. Wo. Und tschüss. Er nimmt noch zwei Werkzeuge.
dann halt nicht. Wie kommen wir jetzt rauf? Reicht der Teleport? Jo. Lalalala. Lecker. Mal schauen, was wir da bekommen haben. Kannst dich im Schleim oder etwas schneller vorwärts bewegen. Alles klar. Das interessiert mich nicht. Was zu lesen? Okay. Dann schauen wir mal, was du zu sagen hast. Unterwegs zu einer Feier, Corvo? Davon hast du also geträumt? All die Monate im Gefängnis von Coldridge, während du auf den Henker gewartet hast? Reichtum, schöne Frauen in der neuesten Mode, Gelächter und tivianischer Wein und dann die Gastgeberin Lady Boyle. Ich sehe all ihre Tage und weiß, entweder stirbt sie heute durch deine Hand, oder sie verbringt Tage, Monate und Jahre fernab, während ihre feine Kleidung zu Lumpen zerfällt und ihr seidiges Haar stumpf und grau wird. Die halbe Stadt sieht den Lichtschein der Feier und träumt von ihren Köstlichkeiten. Wirst du das alles zerstören? So oder so, es wird Lady Boyles letzte Feier. Klärchen, mein Bärchen. Beherrschung wäre auch cool. Da gehen nur zwei Runen ab. What? Wow. Wo kommst du, Bärchen? Alter, meine Fresse, bin ich hier zu schrocken. Wow. Okay, das soll man mal sagen, da geht's weiter. Und was ist da unten? Der Typ. Und der andere Heini da. Geht's so weit nach unten. Okay, aber nichts Sinnwertes. Dann gehen wir wieder nach oben. Go away. He doesn't live here anymore. Hallo, mein Freund. Wo muss ich eigentlich hin, da hinten? Okay. So, was haben wir hier noch alles? Da noch ein Knochenartefakt. Da unten eine Rune. Im Wasser, alles klar. Sie dachten, sie wäre eine Hexe.
beschrieb, um sie freizubekommen. Aber seitdem ist sie nicht mehr die gleiche. Unmöglich. Hab da so Geschichten gehört. Sie will nicht darüber reden. Eines Tages will ich mit dieser Fanatiker auseinandersetzen. Oh mein Gott, die Spannung steigt. So, unten. Ein Fisch in der Nähe. Ja, ist gut. Okay. So, jetzt müssen wir noch wieder aufs Dach zurück. Ah. In der Tat, das glaube ich. Oh oh. Puh. Und was zu lesen. Ja, geht doch. Jetzt da hinten auf dem Balkon. Aber ich weiß noch nicht wie. Da hinten doch irgendwie rüber. Da ist doch auch seine Brücke. Die kann man runterfahren, rein theoretisch. Das wäre alles nicht so schlimm, hätte der verdammt. Ja, ja, du wiederholst dich, meine Fresse. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? Kein Zweifel. Nice. Mhm. Alter, really jetzt? Warum patrouilliert hier denn keiner? Müsst ihr bitte wieder raus? Danke. Was sollte hier drüben doch patrouillieren? Naja, sollte. Komisch, dass das keiner hört. Warum patrouilliert hier denn keiner? Ja.
Antreiber aus. Halt! Sofort! Schaltet den Alarm ein! Wachen! Zu mir! Ja! Aus der Schusslinie! Yeah. Ja. Wer den tötet, wird befehlt. Kannst du mit dem da unten beschäftigen? Lol. Ja, genau. Gar nichts wisst ihr. Okay, da durch den Schleim und dann so ein Scheiß. Ich muss mich jede 3 Sekunden umdrehen, Mama. Leichenbestatter, du kannst dich etwas schneller bewegen, wenn du eine Leiche trägst. Ja, das ist sehr schön. Lol. Really? Ach komm. Ey, nee, ohne Witz, ey. Kette. Wow. Die Feuer fällt auf neutralen Boden stand. Mische dich gut unter die Gäste. Ja. Du geht es hier nicht raus. Den Schlüssel habe ich aber nicht. Und da geht's nicht weiter. Oder? Lass ich doch darauf. Nein. Dem muss ich den Brief geben, oder? Also was muss ich mit dem machen?
J. Notiz, optional, bringe die Notiz zu Lord Snow. Show. Scham. Ja. Pendleton? Was hat er mir zu sagen? Pendleton ist ein feiger, lügender Drecksack. Ich hoffe, er bezahlt sie gut. Okay. Und jetzt? Folge Lord Shaw. Es ist verdammt kalt heute Abend. Beeilung, schauen wir, was Sie können. Lord Pendletons Vertreter wird seine Waffe wählen. Wir werden heute Zeuge eines Ehrenduells. Dieser anonyme Ehrenmann tritt stellvertretend für den Herausforderer Lord Trevor Pendleton gegen den herausgeforderten Lord Shaw an. Beide werden sich umdrehen, zu den markierten Positionen gehen und sich so lange nicht ansehen, bis ich bis drei gezählt habe. Danach drehen sie sich um und schießen. Ich töte diesen Narren und dann können wir alle wieder reingehen. Verzeihen, Lord. Wir fahren fort. Halt! Bleiben Sie da stehen! Drei. Warte mal. Fokus. Zwei. Eins. Warte mal. Warum ist jetzt meine Pistole weg? Warum konnte ich die nicht einsetzen? Meine Pistole. Da. Ich hab keine Pistole mehr. What the fuck? Na dann, aufs Neue. Verdammt kalt. Beeilung. Schauen wir, was Sie können. Lord Pendletons Vertreter wird seine Waffe wählen. Wir werden heute Zeuge eines Ehrenduells. Dieser anonyme Ehrenmann tritt stellvertretend für den Herausforderer Lord Trevor Pendleton gegen den herausgeforderten Lord Shaw an. Beide werden sich umdrehen, zu den markierten Positionen gehen und sich so lange nicht ansehen, bis ich bis drei gezählt habe. Danach drehen sie sich um und schießen. Ich töte diesen Narren und dann können wir alle wieder reingehen. Verzeihen, Lord. Wir fahren fort. Halt! Bleiben Sie da stehen. Drei. Zwei. Eins. Lol. Die Pistolenduell mit Lord Shaw war erfolgreich. So. Und das ist noch ein toter Gast. Was machen wir jetzt? Oh, Nashua ist. Es ist doch gut, dass wir gefragt sind. Ich hörte, dass die Estermonts sehr gut zahlen. Fragen wir heute besser nicht. Vielleicht finden wir ja irgendwo etwas Brandy. Die Boyles können alleine aufräumen. Genau. So schaut's aus. Jupp. Eingesammelt haben wir alles. Denke ich mal.
Und jo, wie es dann weitergeht, seht ihr dann im nächsten Teil. Danke fürs Zuschauen und tschüss.